Ich begrüße die Wirtschaftsleute mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. Hier geht es weiterhin Thema Zuschlagskalkulation. In diesem Video geht es hier um die Rückwärtsrechnung. Wir fangen ganz unten an bei Listenverkaufspreis, müssen uns bis nach oben abarbeiten. In dieser Aufgabe haben wir eine Anlage bekommen. Wir sollten dann dort die Werte und Prozente halt in den markierten Flächen eintragen. Falls ihr neu seid und nicht so gut mit der Vorwärtsrechnung euch auskennt, da empfehle ich euch zunächst mal die ersten Videos aus der Playliste anzuschauen, damit die Vorwärtsrechnung sitzt, denn dieses Wissen benötigen wir hier auf jeden Fall bei der Rückwärtsrechnung. Gut, wie gehen wir hier vor? Ihr seht, hier unten haben wir den Listenverkaufspreis. Da müsstet ihr tatsächlich im Stichwörterverzeichnis von der IHK ganz hinten mal danach suchen. Das führt euch dann zu der ersten Tabelle, die wir benötigen. Und zwar hier unten haben wir Listenverkaufspreis. Jetzt werden wir als nächstes den Rabatt abziehen, um auf Zielverkaufspreis zu gelangen. Gut, wie machen wir das? Man muss Folgendes wissen. Wir haben hier in der Aufgabenstellung gegeben 10%. Das bedeutet, wir haben hier 10% Rabatt. Wie entsteht der Listenverkaufspreis in der Vorwärtsrechnung? Und zwar folgendermaßen. In diesem Moment entspricht unser Zielverkaufspreis leider nicht 100%, sondern 90%. Das wissen halt sehr wenige. Oder sehr, sehr viele machen hier einen Fehler und sagen, das entspricht 100%, das stimmt leider nicht. Somit haben wir 90% von unserem Zielverkaufspreis. Wir würden gerne dann 10% oder wir rechnen 10% heraus. Das addieren wir dann da drauf und erhalten unser Listenverkaufspreis. Das heißt, in diesem Moment die 18.179 Euro entsprechen 100%. Diese Aufgabenstellung löst man halt mit Hilfe vom Dreisatz. Ich mache es mal Listen. So. Machen wir hier vorne Listenverkaufspreis. Listenverkaufspreis 18179. Gut, jetzt wie berechnen wir den Rabatt? Na, das machen wir halt mit Hilfe des Dreisatzes. Wir schreiben uns hier vorne hin 18179,12 entsprechen 100%. Wir würden gerne nur 10% herausfinden. Falls ihr mit Dreisatz nicht gekonnt seid, ihr könnt hier von mir aus Werte quer gegenüber werden multipliziert. Der Wert, der alleine steht, wird dividiert. Das heißt, jetzt im Taschenrechner Rabatt könnte man hier eingeben A18179,12 mal 10 geteilt durch 100. Dann würde dabei schauen wir mal nach, was dann eigentlich dabei rauskommt. 18179,12 mal die 10 geteilt durch die 100. Da kommt dabei ein Wert von 1817 raus. Ihr hättet hier auch sofort rein theoretisch 0,1 eingeben. Dann würden wir auch die 1817 rauskriegen. Der Grund, warum man jetzt an dieser Stelle 0,1 eingeben kann, ist, weil das 100% sind. Immer wenn hier oben eine 100 ist, könnte man sofort auch diese 0,1 eingeben. So 1817,91. Das ist aber nicht immer der Fall, dass hier oben 100% sind. Deswegen muss man da immer sehr, sehr aufpassen. Jetzt schreiben wir hin den Rabatt, den wir abziehen. 1817,91. Wenn wir das jetzt im Taschenrechner eingeben haben, erhalten wir unser Zielverkaufspreis in Höhe von 16.361,21. Gut, als nächstes, wir sind ja hier angelangt beim Zielverkaufspreis, würden wir gerne quasi weiter hingehen zu Barverkaufspreis oder wir schauen mal an, wir können die Werte hier mal reintragen, damit wir ja sehen, wo wir ungefähr sind. 1817,91, dann haben wir Zielverkaufspreis 16.361,21. Jetzt müssten wir halt Provision Skonto herausfinden, anschließend würden wir unser Barverkaufspreis quasi haben. Wir schauen uns hier in der Tabelle an, wenn wir von unserem Zielverkaufspreis Provision und Skonto abziehen, erhalten wir ja unser Barverkaufspreis. Jetzt ist aber die Frage, wie viel Prozent wieder sind oder entsprechen unser Zielverkaufspreis von 16.361. Wie viel Prozent machen das jetzt in diesem Moment aus? Jetzt wieder der gleiche Trick wie zuvor. Barverkaufspreis sind jetzt hier nicht 100% und darauf würden wir dann 3 Skonto und 2
noch dazu rechnen, sondern bei der Vorwärtsrechnung sind das entsprechend das 95%. Wir finden heraus, wie viel sind 3%, wie viel sind 2%. Anschließend addieren wir diese beiden Werte. Das heißt, unser Wert hier vorne wäre jetzt 100%. Genau das gleiche eigentlich, was hier ist. Somit, ich kürze das jetzt ab. Wir schreiben hier jetzt hin, Provision wäre jetzt in diesem Fall, weil das ja wieder 100% ist, machen wir es sehr einfach. 16361, was hatten wir hier? 21, genau, mal die 0,3, war das Provision? Ne, Konto 0,02, so müsste man es machen, genau. 0,02 und Konto hätten wir genau das gleiche, 16361,21 mal 0,03. Das heißt jetzt hier 16361,21 mal 0,03. Was macht das? 490,84 schreiben wir jetzt hier ruhig hin. Das war jetzt genau das hier. 490,84. Jetzt gehen wir hier in den Taschenrechner wieder zurück auf die 03, ändern das mit 02. 327,22. Das schreiben wir jetzt ruhig hier hin. 327,22. Gut, wenn wir quasi von unserem, wo sind wir, Zielverkaufspreis, Skonto, anschließend noch Provision abziehen, dann erhalten wir unser Barverkaufspreis. Barverkaufspreis, gucken wir mal nach. So, Skonto hatten wir jetzt hier 490,84, Provision 327,22. Dann würden wir hier, wenn wir die Werte in Taschenrechner eingeben, 15.543,15 erhalten. Sind auch an unserem Barverkaufspreis angelangt. Nun, als nächstes müssten wir Gewinn ausrechnen. Ihr seht hier vorne, Gewinn steht in der Formelsammlung zwischen, also zu den Selbstkosten würde Gewinn addiert, dann haben wir unser Barverkaufspreis. Naja, jetzt kann man hergehen und sagen, na gut, von dem Barverkaufspreis ziehen wir einfach die Selbstkosten ab, haben dann ja unseren Gewinn. Somit machen wir hier Gewinn wären 15.543,15 minus die 12.000. 534,8. Wir erhalten dann einen Gewinn von 3.008,35 Euro, die wir hier runter hinschreiben können. 3.008,35. Gut, als nächstes müssen wir die Prozente ausrechnen. Also wir sollen den Absolutwert ausrechnen und Prozente. Schauen wir mal nach. Wie geht das? Naja, bei den Selbstkosten, man muss Folgendes halt wissen, bei der Vorwärtsrechnung entsprechen die Selbstkosten 100% immer. Somit kommt da drauf quasi der Gewinn. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, jetzt kann man das wieder mit Dreisatz ausrechnen. Prozente wären jetzt hier in diesem Fall, weil das ja hier wieder 100% sind, oder man kann jetzt hier wieder diesen Dreisatz, ich mach's mal die 12.000, 12, falls ihr halt mit Dreisatz nicht umgehen könnt, ich mache das mal nochmal gerne, Euro sind unsere 100%. Wir würden, was tun wir hier? Wir würden gerne wissen, wie viele sind eigentlich nur 3008,35. Genau. Wir würden gerne wissen, wie viel Prozent sind das. Naja, wie gesagt, wenn ihr das hier so diesen Dreisatz gemacht habt, dann macht ihr hier diese beiden Werte quer gegenüber, werden immer multipliziert. Der Wert, der alleine steht, wird einfach dividiert. Das heißt, Prozente in Taschenrechner, geben wir das hier ein. Prozentualer Wert, Gewinn in Prozent oder Gewinn so, wäre in diesem Fall 3008,35 mal 100 und wir teilen dann durch die 12.000. Gewinn in Prozente. Schauen wir mal nach. 3008,35 mal 100. Wir teilen durch die 12,5. War das? Wie viel war der Wert? Muss ich jetzt kurz mal gucken. 12,534,8. Genau so. Dann erhalten wir hier einen Wert von, wenn wir richtig aufrunden, genau 24%. 24%.
sind auch mit dieser Aufgabenstellung dann schon mal fertig, können hier oben hinschreiben 24%. Jetzt würden wir weitergehen und zwar sind wir hier bei den Selbstkosten angelangt. Jetzt hört die Tabelle bei euch hier normalerweise auf. Um weitermachen zu können, empfehle ich euch in dem Stichwörterverzeichnis unter Stichwort Zuschlagskalkulation zu schauen. Das führt euch dann hier zu dieser Tabelle. Wir sehen ja hier die Selbstkosten, geht es nochmal los. In unserem Fall sind das die Selbstkosten mit 12.500. Jetzt müssten wir quasi wieder uns hochrechnen zu den Herstellkosten. Jetzt muss man hier aber Folgendes beachten, denn es gibt einen kleinen Trick, den man hier machen muss, folgendermaßen. Die Herstellkosten bei der Vorwärtsrechnung entsprechen 100%. Jetzt würden wir davon 5% Verwaltung, also wir würden ausrechnen, wie viel sind eigentlich 5%, wie viel sind eigentlich 2%. Anschließend würden wir zu den 100, zu den Herstellkosten, die 5 addieren, die 2 addieren und die Sondereinzelkosten. Jetzt kam aber nicht her, oder jetzt kann man nicht hergehen und sagen, na gut, das heißt die 12.534 entsprechen jetzt in diesem Fall 107%. Das wäre jetzt leider falsch, denn die 107% entsprechen nur Herstellkosten plus Verwaltung plus Vertrieb. Das heißt ohne Sondereinzelkosten. Das heißt, wir müssen jetzt hergehen, bevor wir quasi diese, ja, wieder mit Dreisatz alles ausrechnen können, das kann ich ja hier lassen, müssen wir die Sondereinzelkosten des Vertriebs abziehen. Die haben wir ja hier in Höhe von 80 Euro. Das heißt, wir machen hier eine Nebenrechnung. Ich schreibe es mal hier, Selbstkosten machen wir mal hier. Selbstkosten wären jetzt in dem Fall die 12.534,8 minus die Sondereinzelkosten des Vertriebs, minus die 80. Dann würden wir hier einen Wert erhalten von, ich weiß gar nicht, wo ich den hinschreiben soll, ich mache mal hier 12.454,8 Euro. Und da, mit diesem Wert müssen wir jetzt weiter rechnen, denn der entspricht jetzt tatsächlich 107% bei der Rückwärtsrechnung. Das heißt, wir machen das wieder mit Dreisatz. Wir schreiben uns den Wert hier hin. 12.454,8 sind unsere 107%. Wir würden hier gerne wissen, wie viel sind eigentlich 5. Das heißt, das sind ja Verwaltung. Ich mache mal Verwaltung gleich so 12.454,8. Jetzt also wieder der Trick. Werte quer gegenüber werden multipliziert, der Wert, der alleine steht, wird dividiert, das heißt jetzt mal 5 geteilt durch 107. Genau dasselbe machen wir auch für Vertrieb, ich glaube da waren ja 2%, das heißt 12.454,8 mal 2 geteilt durch die 107. Wir würden jetzt dort einen Wert für Verwaltung und Vertrieb in Höhe von 500, wie groß waren die so, 582,0 rausbekommen, anschließend auch 232,8 Euro. Gucken wir mal nach, ob das auch stimmt. Die 12.454,8 mal die 5 geteilt durch die 107. Da seht ihr einen glatten Wert. Anschließend kann man hier nochmal die 2 eingeben. Haben wir auch einen glatten Wert. Gut. Jetzt ziehen wir das voneinander ab und erhalten anhand der Formelsammlung erhalten die Herstellkosten. Somit können wir hier hinschreiben, unsere Herstellkosten betragen jetzt in dem Moment, wenn wir das hier abziehen voneinander, 11.640 Euro. Genau, 11.640 Euro. Jetzt gucken wir mal. Schreiben wir das mal hin. Herstellkosten 11.640 Euro. 11.640. Nun sollten wir auch die Fertigungskosten und Materialkosten, also ja, den Rest noch ausrechnen. Wie machen wir das? Folgendermaßen. Dazu ist es wichtig, hier mit der Formelsammlung wieder ein bisschen sich auszukennen. Ihr seht, die Herstellkosten entstehen, indem wir 1 plus 2 rechnen. Bedeutet, Materialkosten plus Fertigungskosten. Dann entstehen quasi die Herstellkosten. Jetzt können wir hier sehen, Materialkosten, das heißt Kostenstelle 1, haben wir gegeben mit 6.720. Jetzt könnten wir von den 11.000 diese 6.720 abziehen, würden dann die Fertigungskosten, also 2 erhalten, hier mit dem Wert.
Wenn wir das in den Taschenrechner eingeben, was kriegen wir da für einen Wert? Müssten eigentlich einen Wert, also die 11.640 minus die 6.720, dann würden wir hier einen Wert von 4.920 rausbekommen. 4.920 Euro. Natürlich müsst ihr das als Nebenrechnung hier drunter schreiben, und das mache ich jetzt nicht, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Gut, jetzt gehen wir weiter. Was kann man jetzt hier damit anfangen? Naja, machen wir mal das hier Fertigungsmaterial zu Ende, und zwar folgendermaßen. Hier kann man sehen, zu dem Fertigungsmaterial werden die Materialgemeinkosten addiert. Anschließend haben wir die Materialkosten alleine. Das heißt, 6.000 plus etwas ergeben dann die Materialkosten. Jetzt kann man wieder eine kleine Rechnung machen. 6.720 minus die 6.000, dann haben wir die Materialgemeinkosten in Höhe von 720 Euro. Wir sind damit auch schon fertig. Jetzt müssen wir das prozentual nochmal ausrechnen. Falls ihr das, also bei der Vorwärtsrechnung entsprechen die 6.000 Euro 100%. Das heißt, wir könnten wieder mit dem Dreisatz rechnen. 100% entsprechen 6.000. Wie viel sind eigentlich 720 Euro? Falls euch Dreisatz noch nicht so, ja, liegt, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, denn hier müsste man ja die Zuschlagssätze berechnen in diesem Fall. Ihr könnt in eurer Formelsammlung, müsstet ihr eigentlich auch aus den anderen Übungen schon kennen, unter Gemeinkosten-Zuschlagssatz mal schauen oder auch Zuschlagssatz. Das müsste euch zu dieser Formel hier führen oder Tabelle. Hier hätten wir Materialgemeinkosten-Zuschlagssatz. Ihr seht, das sollten wir ja berechnen. Zuschlag in Prozente. Hier steht es genauso. Es ist einfach nur ein anderer Dreisatz. Man müsste hier Materialgemeinkosten, in diesem Fall wären Materialgemeinkosten 720 geteilt durch Fertigungsmaterial. Fertigungsmaterial wären die 6000 mal 100. Dann hätten wir auch unsere Prozente. Das kann ich jetzt mal in Ruhe hier in den Taschenrechner dann eingeben. Das heißt, die 720 geteilt durch die 6000, anschließend mal 100, wir erhalten einen Prozentsatz von 12. Das heißt, wir haben hier 12%. Die 720 entsprechen 12%, die wir hier drauf addieren, erhalten die 670, sind dadurch auch schon fertig. Jetzt fehlen uns hier nur noch diese zwei Sachen. Und zwar, ich gehe mal wieder zurück auf unsere alte Tabelle mit dem Zuschlag. Zuschlagskalkulation. So, folgendermaßen muss man hier vorgehen. Man muss hier tatsächlich genauso wie bei dem Vertrieb vorgehen. Und zwar zu den Fertigungslöhnen, wenn wir die Vorwärtsrechnung machen. Die Fertigungslöhne entsprechen 100%. Darauf würden wir Fertigungsgemeinkosten addieren in Höhe von 140%. Anschließend nochmal Sondereinzelkosten. Jetzt dürfen wir halt nicht zu voreilig sein. Wir dürfen nicht sagen, unser Fertigungskosten in Höhe von, wir haben das ja hier mit 4.920 sind dann ja 240%. Das stimmt ja nicht, denn 240% machen ja nur diese beiden Sachen aus. Deshalb müssen wir als zunächst mal wieder Fertigungskosten minus Sondereinzelkosten machen. Also minus die 120. Die 4.920 minus die 120. Ich mache es mal hier, oder ich kann es hier oben machen, dann bleiben wir auch hier oben. Das heißt, die Fertigungskosten wären 4.920 minus die 120. Dann hätten wir Fertigungskosten von 4.800. Das würde jetzt in unserem Fall 240% entsprechen, wenn ihr das euch anguckt. Für die Rückwärtsrechnung, ich mache es mal 4.800, entsprechen unsere 240%. Wieder, wie gesagt, mit Dreisatz. Wir würden gerne nur herausrechnen, wie viel sind eigentlich nur 140%, denn die brauchen wir. Also Werte quer gegenüber multipliziert, Werte alleine steht, wird dividiert. Geben wir hier wieder einen Taschenrechner. Ich empfehle halt für die Prüfung auch wirklich diese Zeile hinzuschreiben. Mit, was hatten wir jetzt gehabt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Taschenrechner. 4.800 mal 140, genau. 4.800 mal die 140 geteilt durch die 240, genau. Das war erst ja. Dann hätten wir einen glatten Wert von 2.800 Euro. Das heißt, unser Fertigungsgemeinkosten, also wir haben gerade herausgefunden, dass 140% 2.800 Euro sind. Ja, jetzt können wir von den 4.800 nochmal die
2800 abziehen, erhalten dann einen glatten Wert von 2000 Euro, wären ja unsere Fertigungslöhne. So würden wir auch die Aufgabe abschließen. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Wie gesagt, falls ihr neu seid, bitte ich euch erstmal die Vorwärtsrechnung mal in Ruhe, die Videos anzuschauen. Anschließend könnt ihr gerne nochmal hier hinkommen. Ich bedanke mich weiterhin vom ganzem Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.